So, meine Freunde, erstes Game aus dem Out of the Blue Cup Numero Uno. Es geht um 50 Dollar an diesem heutigen Freitagabend. Und das erste Game, was wir hier zu Gesicht bekommen, ist Hawk gegen Yaws auf Secret Valley. Human Mirror sieht man natürlich oft. Scheiße, ich habe den D&D vergessen. Ich glaube, das geht nicht mehr jetzt. Yaws gegen Hawk, wie gesagt, Human Mirror, man sieht es sehr oft, vor allem auf chinesischen Turnieren. Aber, es ist natürlich jetzt die große Rückkehr des ehemaligen deutschen Meisters auf die internationale Warcraft-Bühne, nachdem er sich eine lange Auszeit genommen hat, um sein Studium erfolgreich zu vollenden. Und er eigentlich gesagt hat, er castet nur noch und streamt nicht mehr, beziehungsweise spielt nicht mehr Turniere. Ist er jetzt wieder da, just for the lulz. Und wir sehen natürlich einen Archmage hier. Bei Hawk, er hat seinen Altar nicht im Powerbuild gebaut. Und ihn näher hier nach, also natürlich nach links gezogen, damit er hier gleich schön die Gnolle creepen kann. Der schon mit der zweiten Farbe hier, also wie gesagt, der Archmage von Yaws etwas früher, damit natürlich auch ein bisschen Creeping möglich. Der Observer, was, mag man sagen, was im Observer-Modus, was? Ach so, im Observer-Modus ist da, der Shop und so, ansonsten ist da nix. Also keine, also hier quasi, also ne, da. Keine großartigen Sachen, jetzt ist nur, also Shop-Auswahl und so ist da doch zu sehen. Ansonsten ist da nichts. So, Heroes, beide Archmage, ganz klar. Jawohl, jetzt natürlich, es war klar. Neo, nächstes Mal an D&D denken. Oh, und Yaws geht überhaupt nicht creepen. Der geht direkt Harrison, er weiß natürlich, dass Hawk hier creepen wird, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Und durch den Powerbuild hat er ein bisschen mehr Zeit, die er jetzt zum Rüberlaufen investiert. Water Elemental ist schon gespawnt, er holt die Militia ran, also Creeping und Harass in einem. Da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Also er ist gleich auf jeden Fall, ist das Water Elemental noch 15 Sekunden, dann kann er da auf jeden Fall Druck machen, vielleicht einige Last Hits nehmen. Und ich denke nicht, dass Hawk das erwartet, weil ich denke, der denkt auch so, ja, Yaws, der ist ja gar nicht mehr aktiv und so. Aber zack, hier ist er mit Water Elemental direkt rein in die Base, auf den Pässen drauf. Der ist auch instant tot und da ist das Level 2 für Yaws. Der brauchte, wie gesagt, hier nur den einen Pässen, um das Level 2 zu erreichen. Damit ist die Brilliance Aura im Gegensatz zu Hawk. Der hat es nämlich gar nicht. Und jetzt kann er hier noch einige Last Hits setzen. Und das zweite Ward Elemental kriegt er auch noch reingedroppt. Also hier muss Hawk auf jeden Fall schon heftig micron. Wenn Yaws jetzt hier nochmal zurück kann, dann kann er das Ward Elemental auch auf jeden Fall noch killen. Und das sieht doch sehr, sehr gut aus für unseren deutschen Vertreter. Hier einiges angeschlagen, einiges auch schon tot. Hawk verliert sehr, sehr viel Mining Time. Jetzt allerdings auch Level 2 durch den Ward Elemental Kill. Aber, wie gesagt, unser Mark Förster, der hat hier noch nichts wirklich investiert. Der kann wahrscheinlich gleich tacken. Macht sich erstmal sicher. Macht es erstmal hier auf Nummer sicher mit ein paar Towern. Damit ihm das gleiche Spielchen jetzt nicht direkt im Kontergegenzug in die Fresse geschleudert wird. Aber jo, das lief doch sehr, sehr gut. Er braucht jetzt natürlich ein bisschen Mana für das nächste WE. Wir gucken hier mal rein. Ah, da hat er noch schön Footy reingeholt. Da hat er schön Footy reingeholt. 1, 2 angeschlagen. Das nächste WE fast reingesetzt. Bisschen zu früh das Timing. Hawk weiß da auf jeden Fall dicht in der Nähe der Base zu bleiben. Um natürlich diesen Harris entgegenzuwirken. Ja, jetzt geht er den Footman an. Da kommt nochmal ein Kill vom Footy. Aber jetzt mit Militia ist da natürlich keine Chance mehr für das kleine Bürschchen. Aber Yaws, aggressiv wie er ist, frech wie er ist, creept den kleinen grünen Spot. Ist damit auf jeden Fall schon Level 3. Also auf einem guten Weg zu Level 3, verglichen mit Hawk. Und jo, da ist der Tech von Yaws. Natürlich früherer Tech immer großer Vorteil in einem Mirror-Match. Und jetzt kommt er wieder. Aber er hat nicht genug Mana, ne? Für die WEs. Er kann da keins reindroppen. Er kann auf jeden Fall mit den Footies hier wieder reinlaufen. Das WE sollte zu fett sein. Da kann er aber, wie gesagt, mit der Range-Attack zack, hier schon wieder ein Passen killen. Das sieht doch sehr, sehr gut aus auf der Experience-Bar von einem deutschen Vertreter. Und, ja, Hawk verteilt das jetzt wieder. Aber die Base von Yaws ganz in Ruhe mümmelt er sich da ein. Ne, da ist noch nichts Großartiges, noch keine Rifle, noch keine Blacksmith zu sehen, noch keine Lumbermill zu sehen, alles ganz easy.
Und ja, wir gucken mal kurz hier, wie viel das gebracht hat. 9780. Und hier, okay, goldmäßig nicht so viel. Aber am Holz dürfte es sich deutlich niederschlagen. Das sieht man allein schon an den 2000. Oder kommt er wieder rein? Da kommt er wieder rein mit zwei Footies. Und man darf nicht vergessen, Hawk im letzten Jahr bei den WEC, diesem chinesischen Turnier, den dritten Platz erreicht. Großer Upset. TH besiegt. Und er ist momentan einigermaßen, also definitiv wohl der beste europäische Spieler. Das zeigt sich auch immer bei den Jera Cups, bei. Oh, da ist das WE wieder so gefährlich. Hier, Last Hit, zack, weg damit. Das zeigt sich immer wieder bei den Jera Cups, bei den Zodiac Cups und so weiter und so weiter. Also der Hawk ist on fire. Ist aber anscheinend völlig überrascht vom heftigen Harass, den Yoss hier betreibt. Und er killt einfach Footie nach Footie. Und jetzt ist er im Tech. Das heißt, er kann keine Militia nachbauen. Das heißt, er verliert so viel Gold verglichen mit Yoss. Immerhin kann er jetzt mal creepen. Level 3. Und das geht Yoss ein bisschen ab. Also die Creep-Spots, die spart er sich damit natürlich für nachher. Aber momentan jetzt gerade Level 3 Archmage und der große Red Drake plus das Item Sobi-Maske sehr gefährlich. Auch für einen eventuellen Second Hero. Nun gut, Tier 2 für Yoss. Mountain King wird dann gleich folgen. Hawk ist, wie gesagt, etwas hinterher. Yoss nimmt jetzt eventuell auch den Spot. Nee, denn er sollte gesehen haben, dass Hawk in der Nähe seiner Base ist. Vielleicht spürt er's. Oh, da kommt der Panda, also noch mehr Harass. In der Zeit sehr, sehr gutes Timing von Hawk. Da können jetzt keine T2-Gebäude kommen, außer hier vielleicht. Auf jeden Fall macht Hawk jetzt genau dasselbe, was Yoss ihm vorher vorgemacht hat. Nämlich mit den Footies in die Base laufen, an diese kleinen Schneisen. Und ja, wie gesagt, Yoss ist jetzt hier in der Base. Water Elementals gegen Water Elementals, beide Level 3 mittlerweile. Wichtig natürlich, hier kommt allerdings der große Vorteil von Yoss, jetzt der Panda und Brewmaster mit dem Breath of Fire gegen diese ganzen kleinen Footies. Natürlich eine der besten Waffen, die man in der Hand haben kann. Und somit jetzt auch Zeit für die Arcane Sanctums. Und da haben wir dasselbe auch schon bei Hawk. Der setzt in diesem Fall auf einen Mountain King. Ich finde im Late Game definitiv die bessere Wahl, es sei denn, man ist ultra skilled mit dem Panda und hat die Gabe, großartig in die Caster reinlaufen zu können. Das sieht mir hier übrigens sehr nach einem Breaker War aus. Schöner Last Hit von Yoss, wenn ich mich da richtig, wenn ich mich da nicht verguckt habe. Das ist übrigens Best of One. Also wer eine Map gewinnt, ist automatisch weiter. Yoss ist ein Problem hier, trifft die ganze Footy-Gruppe. Und da sollte ihm eine Falle gesetzt werden mit dem Archmage hier an dieser Stelle. Aber das Ganze geht schief. Der Panda hier schon auf Hälfte Level 2 ungefähr. Und Hawk muss sich zurückziehen. Jetzt allerdings mit dem Mountain King im Gepäck kann er da nochmal zur Attacke blasen. Zweites Arcane Sanctum kommt auch. Yoss, wie sieht es bei ihm aus? Ja, auch ein bisschen spät. Aber was soll's. Eigentlich hat er da den großen Vorteil. Von daher hat dieses Harassing jetzt im Tech-mäßigen nicht so viel gebracht. Aber es hat natürlich genervt. Hawk ein bisschen außer Kontenance gebracht. Und zack, Breath of Fire again. Kein Mana mehr für einen Water Elemental gerade. Also er muss mit diesem einen hier vorlieb lassen. Der Feuerball mit dem Last Hit. Boah, da ist der Stormbolt auf den AM. Da muss er eventuell das TP ziehen. Denn da ist noch Mana für den nächsten Stormbolt. Und der kommt in 2, 1, Outer Range. Huhuhuhu. Das war scheiße knapp, meine Freunde. Stormbolt jetzt, Surround vielleicht auf den Panda. Der hat nichts, kein Staff, kein TP, kein nichts. Und der versucht jetzt wahrscheinlich hier irgendwie frei zu kämpfen. Hawk versucht zu blocken, Hawk versucht zu surrounden. Guter Damage-Output von den Water Elementals und dem Archmage. Aber der sollte es da eigentlich schaffen, hier stiften zu gehen. Jawohl, mit 100 HP kommt er da raus. Aber mittlerweile zeigt sich doch die Routine, die Erfahrung und natürlich das nie Pause gemacht haben von Hawk aus. Jetzt greift er hier nochmal zwei Footies ab, wird damit ja, weiterhin seinen Weg zu Level 4 beschreiten. Die ersten Priests sind dabei. Wie sieht das bei Yoss aus? Ja, ähnlich. Mehr Priests kommen, das Dispel Upgrade auch. Und ja, noch keine Breaker. Getargetet wieder kurz bei mir. Oh, sehr risky Creepspot. Wenn da ein Endsnare geflogen wäre auf den einen oder anderen Hero. Dann aber gute Nacht, Marie. Hawk ist direkt dabei, greift sich den Ogre-Magi. Natürlich sehr großes Pech gerade
von Jaws, dass er hier den item-tragenden Creep nicht kriegt. Und auch der Ogre-Warrior geht an ihn. Und der zweite wahrscheinlich auch. Militia jetzt dazu gerufen, um den Fight hier irgendwie noch zu gewinnen. Panda und Brumas da aber jetzt schon ein Problem. Wenn der noch 1, 2 Stormbolts catcht, dann wird der in die ewigen Jagdgründe eingehen. Und bei mir ruckelt es ohne Ende. Und ich weiß nicht, wieso. Okay, jetzt hat er die Chance, hier Breath of Fire in die Caster. Oh, er haut vorne rein in die Footies. Weiß nicht genau, wieso. Er hatte die perfekte Position. Vielleicht, weil er gerade kein Follow-up hat. Der Panda sehr offensiv, aber kein Mana mehr für den Stormbolt. Da sollte aber der Wind of Mana Stealing da gleich nochmal eingesetzt werden. Schöner Breath of Fire. Die Militia hat ihre Dienste getan, sollte sich jetzt langsam zurückziehen. Ein Footy noch angeschlagen. Der schön den Priest rausgefokust, den Footy auch noch. Also sehr gut von Yorst hier zurückgekommen in dieses Game. Level 3 Archmage, Level 2 Panda und Brewmaster. Auf der Seite hier Level 3 und noch immer Level 1 für den MK. Der allerdings mit der Sobi-Maske ausgestattet und damit werden ihm hier die Hämmer nur so um die Ohren fliegen. Ja, ist vielleicht gerade ein bisschen zu greedy, den Footy, den Priest hätte er nicht verlieren müssen. Damit jetzt Level 2 für den MK, aber das sieht immer noch sehr, sehr ausgeglichen aus. Wird hier natürlich noch ein bisschen was abgestaubt, der eine Priest Lucky und jetzt Level 4 für den einen Level 2 Brilliance Aura. Natürlich bei einem Mass Caster Battle immer sehr, sehr wichtig. Joa. Und so sieht das dann aus in dem Yuan Mirror. Yoss denkt aber gar nicht dran, hier irgendwie sich kurz mal zum Chillen in die Heimat zu verflüchtigen. Der callt die Militia und ja, nimmt jetzt aber die Beine in die Hand, denn denn Hawk macht dasselbe, wie wir hier sehen können. Vielleicht aber auch nur zum Creepen. Und Jaws mit dem Creepjack hier, direkt mal das Breath of Fire in die Militia geknallt. Da sind auch die ersten Breaker am Start bei beiden. Irgendwelche Upgrades schon zu sehen? Nee, bei beiden nicht. Und ich denke, Hawk kann ihn hier aber weiterhin vertreiben. Aber wie viele Militia hier runtergehen, down gehen. Oh Gott, jetzt fange ich schon mit dem Deutschcast an. Trotzdem, beide Combat-Items hier zweimal Wind of Mana Stealing an Hawk gegangen. Kann natürlich sehr, sehr gut sein in besonderen Situationen, wenn schon zum Beispiel der Mountain King auf 50 Mana ist und dann den Panda irgendwie was wegburnt, der damit kein Breath of Fire schmeißen kann und dafür einen Stormbolt extra raushaut. Ist so ein Wind of Mana Stealing schon sehr, sehr gut. Joss muss jetzt definitiv die Beine in die Hand nehmen, weil die Duration ist weg von den Militia. Ich dachte gerade, es kommen aber direkt neue, aber nee, da kommen nur zwei Breaker. Joss direkt über 50 gegangen und er baut keine Farms nach. Großer Fehler bei Joss jetzt gerade, er verliert Gold und kann es nicht unbedingt nutzen, um weiter zu pushen. Der Breath of Fire hat mal überhaupt nichts gemacht. Und das ist, wie gesagt, das Problem am Panda. Wenn man nicht an dieser Breaker-Line vorbeikommt, dann hat man große Probleme. Jetzt Surround auf den Panda. Ist da ein Staff oder ein TP? Es ist da eine Potion of Invulnerability. Kann er sich rausfighten? Ja, es sieht sehr gut aus. Versucht er. Zweiter Surround. Da kann er sich gerade nochmal rauswieseln, möchte ich sagen. Hier jetzt der angesprochene Wind of Mana Stealing TP vielleicht übergeben. Joss, nein, er lässt den Panda einfach so wegkommen und das hat jetzt geklappt. Der muss trotzdem raus TP'n. Hawk verliert aber noch einiges. Heftige Last Hits hier auf den letzten Metern. So, Joss jetzt wieder auf 50. Und damit no supply, keine Steuern, die da zu zahlen sind. Es wird nicht direkt hochgeheilt, Mana regeneriert, beide Parteien auf 50 Food. Aber wenn Hawk jetzt diesen Spot creept, dann sieht das sehr, sehr finster aus für Joss, weil den aufzuholen wird super schwierig. Er ist aber sich der Sache so sicher, dass er hier jetzt da ist. Natürlich kann er den Ogre Lord da nicht raussnipen, von daher wird Item und auch Experience wohl an ihn gehen. Aber ich weiß es nicht, wer hat ihn gekriegt? Auf jeden Fall das Item geht an Hawk. Ist da noch irgendwas? Da sind nur noch 80 HP auf dem Mountain King. Und das ist die Ancient Jango of Endurance. Mehr Attack Speed, mehr Movement Speed. Eieieiei. Joss schon wieder über 50. Verliert damit, wie gesagt, pro Worker 3 Gold. Und das sieht man hier. Das sieht man genau hier. Hawk hat gerade 1000 Gold erspart. Und das könnte Joss im Endeffekt das Genick brechen. Er hat jetzt kein Gold, um großartig über die 60 Supply zu gehen. Ah, das wird hart. Das wird sehr hart. Rope of the Maggie für den Archmage.
Und ich sehe gerade unsere deutschen Flüsse ein wenig dahinschwinden, Ladies and Gentlemen. Der Panda, wie gesagt, es ist das große Problem im Yuan Mirror. Kommt er an den Breakern vorbei und trifft die Caster mit dem Breath of Fire, dann ist alles in Ordnung. Ist dem aber nicht so, dann gute Nacht, Marie. Okay, großer Move von Joss. Jetzt er nimmt den roten Red Spot. Super risky. Hawk ist auch schon auf dem Weg dahin. Wollte den Spot wahrscheinlich gerade selber nehmen. Das könnte einen heftigen Creepjack geben. Kein Town Portal bei Joss. Der musste eigentlich gleich instant raus. Ogre Lord fällt. Cut das Pipe of Insight. Ein super schlechtes Item. Weil er hat natürlich die Aura schon. Und jetzt kommt Hawk da rein. Die Breaker sind zum Glück einigermaßen okay positioniert. Die Priests aber nicht. Kriegen direkt den Arsch aufgerissen. Die Creeps kämpfen natürlich auch noch gegen unseren deutschen Recken. Die Breaker jetzt hier am Fighten. Der Breath of Fire war ausnahmsweise mal sehr, sehr schön. Level 5 jetzt aber für den Archmage. Da hat er Level 3 Water Elementals. Und Joss, ey, warum läufst du ohne TP in so eine gefährliche Situation? Da ist eigentlich keine Chance mehr, jetzt das Ganze zu gewinnen. Aber ich bin gespannt. Vielleicht kann er sich da irgendwie raus, Micron. Level 4. Nein, kann er nicht! GG! Hawk gewinnt dieses Game vollkommen zurecht. Nach 15 Minuten 50 Sekunden. Schade, es war allerdings eine gute Performance bei Joss, kann man nicht anders sagen. Jo.